Herzlich willkommen, liebe Freunde. Hier ist wieder euer Luigi. Wie versprochen, in diesem Teil zeige ich euch ein Standard-Doppelbettzimmer. Netterweise von der Hotelleitung zur Verfügung gestellt. Das ist praktisch genau das gleiche Zimmer, wie wir es haben. Unseres ist natürlich jetzt nach knapp 10 Tagen bewohnt. Deswegen nicht mehr so schön. Wir fangen hier auf der linken Seite an. Kleiner Schrank. Viel Stauraum hier für euch. Spiegel zum Fertigmachen, bevor man rausgeht. Dann haben wir hier, ja, man könnte schon fast sagen, ein Kinderzimmer. Mit Couch, mit Zustellbett. Getrennt vom Elternschlafzimmer, vom Hauptschlafzimmer. Sehr viel Platz, sehr großzügig auf jeden Fall. Dann geht es hier direkt weiter. Auf der rechten Seite hier das Bad. Große, begehbare Dusche. Sehr großzügig. Hier wird natürlich auch alles zur Verfügung gestellt, wenn ihr mal was vergessen solltet. Gar kein Problem. Handtücher, Badetücher, Strandtücher bekommt ihr hier alles immer von der netten Putzfrau aufs Zimmer. Also wenn ihr was braucht, einfach Bescheid sagen. Die wechseln immer alles aus. Beziehungsweise, das kennt ihr ja, einfach auf den Boden legen, wenn ihr was nicht mehr benutzen möchtet. Und dann kriegt ihr alles immer frisch hingestellt. Hier auf der linken Seite gibt es eine kleine Minibar. Hier ist zu beachten, es ist nicht alles kostenlos. Die Preise stehen hier oben. Wasser ist auf jeden Fall kostenlos, das weiß ich. Wahrscheinlich diese Trinkpäckchen hier oben auch. Aber das ist gar kein Problem. Ihr habt ein All-Inclusive-Restaurant hier gleich in der Nähe. Da bekommt ihr alles. Hier auf der linken Seite ein großer Einbauschrank mit Tresor. Den Tresor könnt ihr natürlich kostenlos nutzen. Keine Selbstverständlichkeit. Bei einigen Hotels ist das so, dass man den extra zahlen muss pro Tag. Und hier auf der linken Seite auch viel Platz. Dann geht es hier direkt weiter in dem Elternschlafzimmer, sage ich mal. Großes, gemütliches Doppelbett, Boxspringbett. Eine sehr gemütliche Matratze, man kann wirklich sehr gut drauf schlafen. Alles sehr sauber, relativ neuwertig, wie ihr sehen könnt. Das Hotel ist ja noch nicht so alt. Klimaanlage. Funktioniert alles wunderbar. Hier sind wir jetzt in der zweiten Etage. Ich habe euch ja in dem ersten Teil erklärt, beziehungsweise im zweiten Teil, wie die Aufteilung des Hotels ist. Wir sind jetzt hier im zweiten Gebäude, in der zweiten Etage, Zimmer 2238, also zweites Gebäude, zweite Etage, Zimmer Nummer 38. So findet ihr euch dann schnell zurecht. Schaut euch die weiteren Teile an, dort zeige ich die Lobby, das Restaurant, den Aquapark, den Pool. Alles in meinen ausführlichen Videos. Hier habt ihr natürlich auch Tee und Kaffee frei. Wasser wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Einige deutsche Sender habt ihr hier auch, wenn ihr Fernsehen schauen wollt. Dann haben wir hier ein Zimmer bekommen mit Poolview, also Aussicht zum Pool. Zum Hauptpool in diesem Bereich. Wir sind praktisch jetzt über meinem Zimmer. Mein Zimmer ist jetzt natürlich bewohnt, deswegen jetzt hier dieses schöne Zimmer zur Verfügung gestellt bekommen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal kurz raus. Auf dem Balkon zwei Stühle, kleiner Tisch. Hier könnt ihr eure Handtücher trocknen. Auf jeden Fall ausreichend vom Platz her. Und dann jeden Morgen hier so aufstehen. Einfach herrlich.
Hier ist gerade die Sonne untergegangen. Hier unten befindet sich mein Zimmer. Schaut gerne mal in meinen YouTube Shorts, dort zeige ich teilweise auch mein Zimmer in kürzeren Videos. Ein sehr schönes Hotel. Wir fühlen uns sehr wohl hier. Die Kinder haben vor allen Dingen sehr viel Spaß in dieser tollen Anlage. Natürlich auch durch den Aquapark. Das Abendessen hat jetzt angefangen. Vom Abendessen habe ich auch ein Video für euch gedreht und werde dieses auch natürlich hochladen. Schaut es euch unbedingt an. Heute Abend gehen wir ins A la carte Restaurant. Das ist oben auf der Dachterrasse. Es gibt in dem Hotel gibt es zwei A la carte Restaurants. Wir haben uns für das orientalische entschieden. Es gibt auch ein italienisches Restaurant. So, ich hoffe, es gefällt euch. Liebe Freunde, wie immer, wenn ihr dieses Hotel für euch buchen möchtet, für euch, für eure Familie, tut dies gerne über meinen Link, über meinen Partner Check24. Bekommt ihr den besten Preis aus vielen Reiseportalen plus zusätzlich noch einen Rabatt von mir, 3,5% nochmal obendrauf als Cashback, als Dankeschön von mir an euch direkt zurück. Hier gehen jetzt die ersten Gäste Richtung Hauptrestaurant. So wie ich das jetzt tun werde, ich habe mir jetzt noch mal die Zeit genommen, um euch schnell ein Zimmer zu zeigen. Natürlich freue ich mich über einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal für weitere tolle Hotels. Vielen Dank. Schaut euch unbedingt den Aquapark-Teil an. Den Pool-Teil, Teil 2, Teil 3. Natürlich auch Teil 1 mit der Lobby, mit der Rezeption. Und ganz wichtig, ein weiterer Teil, der wird auch noch folgen. Da zeige ich euch den Weg zum Strand. Ein toller Strandabschnitt hier von dem Hotel Jazz Aquaviva. Vielen Dank, liebe Freunde. Lasst gerne in den Kommentaren was da, wie ihr das Hotel findet. Wie findet ihr das moderne Design zum Beispiel? Mögt ihr es so wie ich? Modern, viel in Weiß gehalten? Oder mögt ihr eher das Orientalische? Wie das Lazuli Hotel, wo ich letztes Jahr war, in Master Alarm. Lasst es mich gerne wissen. Das würde mich sehr interessieren. Vielen Dank, euer Luigi. Bis zum nächsten Teil. Bis bald. Ciao, ciao.